1777 ließ Fürst Franz von Anhalt-Dessau am Sieglitzer Berg einen Waldpark anlegen. Das Herzstück bildete ein kleines, klassizistisches Schlösschen in Form eines römischen Tempels. Die Solitude war bis zum Zweiten Weltkrieg ein beliebtes Ausflugsziel vieler Bürgerinnen und Bürger von Dessau-Roßlau. Danach geriet es immer mehr in Vergessenheit und wurde dem Verfall preisgegeben und 1979 sogar abgerissen. Nun wurde das Schloss wieder neu aufgebaut. Klaus-Peter Kramer erklärt, warum ihm so viel an der Solitude lag. Ja, einmal, weil wir aus der Historie wussten, dass es ein wunderschönes Gebäude ist. Es gibt also Stiche und Zeichnungen von diesem alten Gebäude, auch Fotos. Und es war das letzte noch nicht wiederhergestellte Objekt in der Reihe der schönen Anlagen hier im Dessau-Wörlitzer Gartenreihe. Der Präsident des Rotary Clubs verfolgte seit 2003 das ehrgeizige Ziel des Wiederaufbaus der Solitude. In Kooperation mit der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz wurde jahrelang eifrig Spenden gesammelt, Förderanträge gestellt und tatkräftig angepackt, sodass 2008 der Grundstein gelegt und nur 2 Jahre später das Richtfest gefeiert werden konnte. Doch aller Anfang ist schwer. Ja, zunächst einmal war sicherzustellen, dass die Bergung und die Sicherung der hier frei herumliegenden Fragmente sicherzustellen. Darüber hinaus war die Finanzierung ausgesprochen problematisch. Wir mussten also, um das überhaupt realisieren zu können, eine Anschubfinanzierung darstellen in Höhe von ca. 130.000 Euro. Und die als Service-Club aufzubringen, ist nicht ganz einfach. Und es hat Jahre gedauert. Wir sind angefangen schon im August 2001. Und Sie können sich ja vorstellen, eine Zeit über 10 Jahre ist nicht unerheblich in der Gestaltung eines solchen Unternehmens. Am Freitag wurde die Solitude nun offiziell den Bürgerinnen und Bürgern der Doppelstadt vorgestellt. Viele von ihnen ließen es sich nicht nehmen, bei strahlendem Sonnenschein zahlreich zu erscheinen, um selbst einen Blick auf ein Stück wiederentdeckte Geschichte zu werfen. In Zukunft können auch sie das Schlösschen nutzen. Ab 2012, es ist ja auch von uns so gedacht, dass anlässlich 800 Jahre Anhalt, das ein Geschenk an die Bevölkerung ist und an die Gäste der Region. Und es kann also jeder, der bei der Stiftung anruft und interessiert sich für das Gebäude, kann er die Rahmenbedingungen erfahren. Das heißt also für Familienfeiern oder für irgendwelche andere Anlässe kann man das also mieten. Auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff, der selber Rotarier ist, war anwesend. Er würdigte die Wiederauferstehung der Solitude als herausragendes Beispiel für das bürgerschaftliche Engagement in der Region Dessau-Roßlau.
ein Bild dran hier. Stelle unser Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff. Dann hatte ich mir hier aufgeschrieben den Staatsamtes und Herrn Kuras und würde mich natürlich werden und deswegen herzlichen Dank. Den Kirchenpräsidenten Liebig sehe ich hier, Bürgermeister von Oranienbaum Wörlitz und last but not least Frau Luckmann als Ehrenamtler und zwischen Wörlitz, Fotterode mit ins Boot zu bekommen, dass also diese Gartenreichidee auch... Und dort werden dann, ich glaube, 26 ahornblättrige Platanen gepflanzt und die erste Platane wird dann in Anwesenheit Gartenreich verfasst und letztendlich können wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass... Hier sind viele Rotarier unter uns. Ich möchte jetzt keinen namentlich nennen, sonst fühlen sich die anderen vielleicht auch zurückgesetzt, die nicht genannt wurden. Also mit seinem langsam an, dass wir Spenden sammelten, dann war endlos Glühweinverkauf vor. Also dann, wenn Sie nächste Woche wiederkommen, die Fenster sehen wir. Also eine lange Geschichte des Roßlau und der Stadt Wörlitz. Vielen Dank erstmal und ich darf jetzt das Wort an unseren Ministerpräsidenten, Herrn Dr. Haseloff, übergeben. Einladung, lieber Kramer, lieber Herr Weiß. Und auch ein herzlicher Gruß an die Bläser, die auch die vorherigen, um uns diese Veranstaltung hier zu verschönen. Das Positive ist, dass ich einen gleichaltrigen, gleichnamigen Jahre auch schreiben, berichten und kommentieren könnte. Aber Anhalt, weil Sie die sicherlich auch als Heimatverbundene selber sehr gut kennen. Diese Philosophie besteht darin, dass einfach diese Architektur in diese wunderschönen Dessau Rotary Club und den vielen, die angesprochen wurden und mitgetan haben, aus der gesamten Bevölkerung, aus der gesamten hiesigen Gesellschaft, dass sie nicht nur getragen, auch konsequent zu Ende gebracht haben. Und ich glaube, dass sie, haben sie ein bürgerschaftliches Signal gesetzt, was klar macht, dass in dem der Termine, der gerade auch noch ausgemacht wird, den Bundespräsidenten empfangen dürfen. Ich hatte ihn ja vor wenigen Wochen erst anlässlich unseres Bis gehört hat und es jetzt einfach mal erleben möchte. Und ich glaube, das ist also ein Zeichen, dass also bis in die Bürger sein, weil auch letztendlich etwas wächst. Aber wenn so etwas nicht, Herr Weiß, passieren würde, ja, diese außergewöhnlichen Dinge, dann würden wahrscheinlich die Erwähnungen in den Chroniken vielleicht noch eine kleine Fundstelle, die ich präsentieren möchte. Mir war das bis heute nicht bewusst als Wittenbayer Rotarier, der ich selber schon 20 Jahre dort als Gründungsmitglied im Rotenberg und in Anhalt und Umgebung, also Rest Kursachsen in Richtung Osten, denke ich, stolz machen. Also wir haben ganz, ganz Geschichte genauso eingehen wie die Gründung des ersten Clubs. Ich hoffe, dass zumindest im Rotarier in der nächsten Ausgabe entsprechend das auch dokumentiert wird. Wir sollten uns zumindest redaktionell erweisen. Geht aber noch weiter, ne? Ja, wir müssen mal noch mitgehen. Ja. Ich bin sehr darüber, dass es gelungen ist, dieses wunderschöne Gebäude wieder zu errichten. Im August 2001... Die
Umsetzung dieses Beschlusses war, das darf ich sagen, ein mühsamer Weg, man kann sagen ein Kraftakt. Angefangen mit der Sicherung und Bergung der hier frei herumliegenden Fragmente und durch die alljährlichen vorweihnachtlichen Glühweinverkäufe vor dem Rathauscenter in Dessau versucht, die erforderlichen Anschubmittel für die ebenfalls mit einem erheblichen Betrag unterstützt zu haben. So kommt wie im Ergebnis. Wir haben nicht nur Geld eingesammelt, sondern ich darf sagen, Vorstiftung zur Verfügung gestellten Betrages von den Rotariern selbst aufgebracht worden sind. Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung. Ich darf mich bei Freund Weiß, aber auch bei den Mitarbeitern. Dann müssten Sie nur noch eine Firma oder ein Unternehmen binden für das Catering. Und warum ich das sage, weil es hat keinen Sinn, nur ein Gebäude wieder zu errichten und dann steht es da und dann kommt möglicherweise was. Damit es auch nicht vergessen wird, habe ich mir gedacht, dass ich von den Resten der Bodenplatte sind im Rahmen der Baumaßnahmen sind einige Sandsteine abgebrochen. Im Rahmen der Restaurierung, das sind so kleine Teile. Und diese kleinen Teile habe ich jetzt durch einen fähigen Wörlitzer Tischler in solche Kästchen einbringen lassen. Da steht also, hier oben ist der Sandsteinteil und unten drunter steht Sandstein von der Solitude Sieglitzer Berg, errichtet 1777 bis 1783, wieder aufgebaut 2007 bis 2011. Und da würde ich das Größere von den beiden Teilen gerne unserem Ministerpräsidenten übergeben. Schön langsam. Vielen Dank. Geht das mal runter. Herr Kramer. Dass man sehen kann, ja. Herr Kramer, geht auch eins. Und das Kleinere, stellvertretend natürlich für alle rotarischen Freunde, die sich engagiert haben, übergebe ich das an den Präsidenten. Und beim nächsten Meeting kann sich dann jeder das ansehen. Und es ist vielleicht eine schöne Erinnerung für uns alle, das zu sehen. Bitte sehr. Okay. So ein Gabock in der Staatskanzlei, das ist ganz wichtig. Sehr schön. Dann darf ich jetzt nochmal die Bläser bitten. Das ist eben Potsdam und das ist Gartenreich. Ja, ja. Das sind so die feinen Unterschiede. Ja. Bitte sehr. Das ist eine echte Natur. Bei euch als Kunst. Aber ich habe irgendwie Stiefel im Auto. Sehr schön. So, wir warten auf die Bläser, ja? Ja, alles da. Ja, alles da. Wo ist Leimer Haseloff? Hier ist er. Alles klar. So, jetzt, Sie müssen sagen, was wir jetzt machen sollen, aber Thank you.
Das ist das Entscheidende. Ja. Könnt ihr was festhalten? Verwöhnen Sie die Bäume? So. Ja, einmal, weil wir aus der Historie wussten, dass es ein wunderschönes Gebäude ist. Es gibt also Stiche und Zeichnungen von diesem alten Gebäude, auch Fotos. Und es war das letzte noch nicht wiederhergestellte Objekt in der Reihe der schönen Anlagen hier im Dessau-Wörlitzer Gartenreihe. Schön. Und welche Hürden beim Wiederaufbau mussten besonders genommen werden? Ja, zunächst einmal war sicherzustellen, dass die Bergung und die Sicherung der hier frei herumliegenden Fragmente sicherzustellen. Darüber hinaus war die Finanzierung ausgesprochen problematisch. Wir mussten also, um das überhaupt realisieren zu können, eine Anschubfinanzierung darstellen in Höhe von ca. 130.000 Euro. Und die als Serviceclub aufzubringen, ist nicht ganz einfach. Und es hat Jahre gedauert. Wir sind angefangen schon im August 2001. Und Sie können sich ja vorstellen, eine Zeit über 10 Jahre ist nicht unerheblich in der Gestaltung eines solchen Unternehmens. Das wäre es ja schon, weil die letzte Frage, die stelle ich dann den Herrn Weiß. Ne? War das so in Ordnung? Ja, war wunderbar. Ja, dann ist gut. Wollen Sie das wieder haben? Das wäre ganz lieb, ja. Ich habe Ihnen das mal schon her. Ja. Dann nehme ich auch so. Dankeschön. Danke. Gut. Okay. Hallo, Herr Weiß. Warum lag Ihnen gerade dieses Projekt so am Herzen? Der Stiftung, wie Sie wissen, liegt ja das Gartenreich insgesamt am Herzen. Und dieser Waldpark der Einsamkeit, Sieglitzer Park genannt, der ist natürlich in den letzten Jahren aufgrund der forstwirtschaftlichen Schwerpunkte anders bewirtschaftet worden, als wir es jetzt tun wollen. Also wir wollen im Lauf der nächsten 10, 20 Jahre versuchen, den Waldparkcharakter wiederherzustellen. Und dazu gehört natürlich auch das Haus, also dieser kleine Tempel. Dazu gehören die vielen Skulpturen, aber auch die Vasen. Und die werden jetzt sukzessive wiederhergestellt, sodass also quasi das bisher fehlende Glied zwischen Dessau und Wörlitz wieder belebt wird und von den Besuchern des Gartenreichs, das geht ja hier auch der Elberadwanderweg vorbei, wieder entdeckt werden kann. Und welche Hürden waren hier beim Wiederaufbau besonders schwierig zu nehmen? Ja, zum einen war es natürlich schwierig, erstmal die Sandsteine zu bergen, also erstmal diejenigen zu begeistern, die zu begeistern waren beim Rotary Club Dessau. Da gab es ja unterschiedliche Interessen in Bezug auf Schwerpunkte. Und über so einen langen Zeitraum Menschen zu begeistern für etwas, ist nicht einfach. Das ist aber sehr gut gelungen. Dadurch ist der Club auch zu enger zusammengewachsen. Und es zeigt ja auch das Engagement. Ich meine, 130.000 Euro in einer etwas wirtschaftsschwachen Region zusammenzutragen, zeugt von dem Engagement vieler Einzelner. Also die Einzelspenden für einen Glühwein oder für ein Buch oder für irgendetwas anderes zusammenzukriegen, war sehr schwer, aber alle haben zusammengehalten und sich zusammen engagiert und das hat mich sehr gefreut. Und worauf dürfen sich jetzt die Bürgerinnen und Bürger von Dessau-Roßlau freuen? Wie soll das Objekt benutzt werden? Das kann ab 2012, es ist ja auch von uns so gedacht, dass anlässlich 800 Jahre Anhalt, das ein Geschenk an die Bevölkerung ist und an die Gäste der Region. Und es kann also jeder, der bei der Stiftung anruft und interessiert sich für das Gebäude, kann er die Rahmenbedingungen erfahren. Das heißt also für Familienfeiern oder für irgendwelche andere Anlässe kann man das also mieten.
und nicht als Ferienwohnung, sondern eben nur temporär für eine überschaubare Anzahl von Stunden. Und derjenige muss sich eben dann oder diejenige muss sich dann eben einen Caterer besorgen oder kümmert sich selbst um die gastronomische Versorgung. Okay, super, das war's schon. Bitte sehr. Oh ja, einer lauft mir alle durch. Ich muss so anfangen zu lachen. Die erste mit dem Frage... MDR, Entschuldigung, komm ja nicht wieder weg, so richtig nett. Ich nehme das gut. Herzlichen Dank. War ein wunderschönes Konzert. Das ist toll, wie wir sehen.